damit klären, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu Super Luigi Wii The Emissary. Falls ihr euch fragt, was es ist, ich habe selber so keine Ahnung. Es ist so ein bisschen Smash Bros, Luigi, Minecraft. Es ist alles irgendwie in einem Super Bros Hack Deluxe. Es wird geisteskrank, Guys. Wir starten direkt rein. Okay, und da wären wir auch schon in der Overworld. The Plains. Ich sehe Yoshi und Koopa. Und ich sehe überall das Smash Bros Logo. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass dieser Hack ein bisschen an das Smash Bros Universum angelehnt sein soll irgendwie. Und Luigi hat keine Mütze auf. Das ist meinem geschulten Auge nicht entgangen. Oh, da unten ist ein Pixel-Luigi und Pixel-Daisy. Wie cool. Und ein lilaner Koopa. Der sieht richtig böse. Okay. Wir aktivieren das mal. Ist hier schon die erste Star-Coin? Hello there. Oh, lol. Ein Lakitu, der mit Coins wirft. Oh, wir müssen die alle aktivieren. Hört ihr den Blink-Sound? Dafür gibt es die Star-Coin. Das ist ja mal so creative. Guys, wir haben es hier wieder mit einem Hack der Extraklasse zu tun. Mal gucken, ob der an newer Wii rankommt. Ich weiß auch, dass es schon wieder ein komplett custom neues Item gibt. Und darauf bin ich natürlich maximal gehypt. Und die Musik, die ballert auch so hardcore. Das ist insane. Und da kriegen wir auch schon unsere Feuerblume. Let's go. Und Luigi hat immer noch keine Mütze auf. Sass. Du möchtest nicht so langweilig aussehen wie Luigi? Oh no. Dann komm auf dem offiziellen K-Storm Shop vorbei und schau, was es dort alles Spaßiges gibt. Da wird jeder fündig. Selbst du, Luigi. Oh yeah. Erster Link in der Videobeschreibung. Okay. Oh, hier können wir runter. Ist hier ein Block? Ja, lol. Wie krass. Die Coins nehmen wir natürlich mit. Und was ist das hier? Sei vorsichtig. Wenn man manchmal eine neue Area betritt, kann es sein, dass man einfach 100 Sekunden verliert. Wow, die Tür sieht ja mal crazy aus. Und wir haben wirklich nur noch 100 Sekunden Zeit. Okay, wir hurryen. Yoshi, nehmen wir mit. Der ist blau. Sieht cool aus. Wie aktiviere ich das? Mit dem Koopa. Insane, da ist die nächste Starcoin. Das ist die zweite. Let's go, wichtig. Da unten ist die letzte. Let's go. Okay, wir jumpen hier rüber. No, nein. Da rechts ist das Ziel. Das ist nicht wirklich passiert jetzt, oder? What? Es gibt keine Checkpoints. So muss das. Let's go. Ich bin mega gehypt auf das, was hier noch so alles kommt, Guys. Wenn ihr auch gehypt seid, lasst auf jeden Fall ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und ein Like würde mich freuen. The Castle of Peach. Oh, kriegen wir hier alle Gegner und Items erklärt? Ist das Magolor? Das war actually nur für Gegner, deswegen kommen wir jetzt zu The Fortress. Schon zum ersten beruhigt euch doch erstmal bitte. Was passiert? Das sieht so insane aus. Ich sehe da eine Starcoin, die wir eingesammelt haben. Ui. Nein. Doch. Dumm. Anstatt, dass ich einfach warte. Gib mal bitte wieder ein Item. Dankeschön. Oh, das wird insane. Außer wir machen so. Ganz genau. So war es geplant. Keine Ahnung, wie man das anders schaffen sollen. Ich schaff's auf jeden Fall nicht. Okay. Und damit ab durch die Tür, bei der wir jetzt wieder nur 100 Sekunden haben. Ja, ganz schön. Oh, und endlich mal ein Checkpoint. Oh, auch mit dem Smashball drauf. Und ein Pinguin-Item? Oh nein, jetzt geht's unter Wasser. Aber es sieht in Anführungszeichen entspannt aus. Ja, komm, laber nicht. Alles klar. Oh, da ist ein Starcoin. Keine Ahnung, wie man das ohne Damage machen soll. Wahrscheinlich mit dem Pinguin. Nein, was ist das denn? Oh mein Gott, das war so knapp. Oh, bitte, gib doch Item. Ja, super, dankeschön. Da drüben auch. Wo ist die zweite Starcoin? Ich hasse mein Leben. Und? Wir treffen auf Bowser? Magie. Was bitte? Wie bekämpfe ich den? Ah! Warte mal. Kann ich das auch? Sag mal, willst du mich eigentlich komplett verarschen, oder was? Okay, Guys, wir tryen mal was anderes. Man kann auf Bowser draufspringen. Und Bowser ist einfach mal super schnell. Aber auch super lame dadurch. Ich dachte, man kann nicht auf den draufspringen, weil das konnte man noch nie. Heul nicht. Oh, da ist er auch down. Die zweite Starcoin ist auf jeden Fall irgendwann vor dem Checkpoint, weil die habe ich jetzt nicht mehr gefunden. Aber wir schauen trotzdem mal nach. LOL, da ist die zweite Starcoin. 1, 2, the path to the ruins.
Ganz genau. Für mich sieht das schon irgendwie nach nächster Welt aus, aber scheinbar nicht. Oh, da hat sich ein Feuer hinter versteckt. Krass. Wir kriegen auch direkt eine Feuerblume, damit fühle ich mich schon besser. Hinter diesen ganzen komischen Kästen verbergen sich Feuerdinger. Oh, guck mal, hier kommt ein Emerald für Mario, den wir gar nicht spielen. Hier, seht ihr das? Die warten, bis wir kommen und dann Superattacke. Ui, heißt nicht, dass ich euch gut dodgen kann. Warum fliegen hier random? Lol. Die Feuerbälle verwandeln sich in Fire Snakes. Geht's hier rein? Geht's hier hoch? Nein? Einfach ein bisschen Flappy Bird. Ich sag's euch, wir müssen nach da oben. Das sieht aber so abnormal sus aus. Ganz genau. Das war obvious. Das ist auch das Starken und ziemlich, ziemlich viele von den Feuerviechern. Yeah! Das war todesknapp. Oh nein, wir müssen jetzt wieder hier durch. Egal, das war nicht so schwer. Tot. Imagine. Okay, wir sind durch. Checkpoint. Let's go. Und wir haben wieder nur noch 100 Sekunden Zeit. Oh, es ist so ein rechts raus, links rein. Ja, dann baller ich. Wenn das Feuer auch nach oben geht, ja. Ich wusste es so hart. Ich wusste so hart, dass da die Starcoin ist. Und ich komme nicht mehr zurück, right? Ach, Mann. Also klein fühle ich mich hier bei dem Zeitdruck maximal unwohl. Das hier war mein Guess, dass wir hier so links, rechts Wandsprünge machen müssen. Und dann die Starcoin einsammeln. Ganz genau so. Ich sehe da drüben schon wieder eine Starcoin. Okay, P-Switch ist aktiv. Komm, let's go. Ihr seht das nicht, weil ich davor sitze. Aber wir haben die Starcoin. Okay, hier ist die Exit-Röhre. Das sieht cursed aus. Lol, das verschiebt sich. Wie cool. Und ab ins Ziel. Guys, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst jetzt ein Abo da und schaltet nächste Woche wieder ein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.